come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GT Online. Leute, ich habe einen neuen Glitch für euch, einen neuen Autoverdoppelungsglitch oder wie wir früher gesagt haben, einen Money Glitch. Ich wollte den Glitch gar nicht zeigen, weil ich habe den schon vor über einer Woche gesehen im Forum, habe mir das durchgelesen und sag, so ein Scheißdreck. Aber jetzt kamen natürlich einige YouTuber auf die Idee, den trotzdem rauszubringen. Also wurde ich auch angeschrieben, ich soll den Glitch doch auch bitte rausbringen und erklären. Na gut, okay, habe ich also versucht und das erste Mal ging das richtig schön in die Hose, weil da ist jemand in meine Party nur für Eingeladene, ein Freund bis dahin und Crewmitglied reingeglitscht, ohne Einladung. Manchmal passiert das leider. Ich habe gedacht, naja, lass ihn drin, wird ja wohl nicht so schlimm sein. Der wird ja wohl verstehen, was ich da mache. Nein, was macht er? Ich komme aus der Garage raus, hat er mein Straßenfahrzeug, was ich voll aufgetunt habe, was ich hier jetzt auch gerade wieder mit dem Benefekt der Schafter mache, für über 500.000 in die Luft gesprengt und den Cargo Bob, den ich und der Moritz fast eine Stunde gesucht haben, war auch kaputt. Ich habe ihn natürlich aus der Freundschaftsliste rausgeschmissen und habe ihn gebannt. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Was hat der da davon? Um es kurz zu machen, der Glitch war sowieso Mist und ich habe ihn nicht hingekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder ist er gepatcht oder ich bin zu blöd dafür. Aber wie dem auch sei, eine Million hat er mich gekostet, GTA-Dollar, ohne das, was dabei rauskam. Ich habe dann mich weiter ein bisschen umgesehen und habe einen anderen gefunden. Das heißt, eigentlich ist es dasselbe, nur vereinfacht. Dachte ich, aber da kommen wir dann später dazu. Wie ihr seht, braucht ihr für den Glitch einen Straßenfahrzeug, das er voll auftunt, nicht versichert und auch keinen Peilsender drauf macht. Dann fährt er mit dem an die volle Garage, ihr braucht zwei Garagen. Und da fährt er so an die Seite ran, wo der Kreis ist. Ich mache immer extra das Handy auf, dass ich den Kreis nicht sehe und nicht immer zu die Bestätigung, Garage ist voll, abbrechen muss. Sobald der Wagen da steht, steigt ihr aus, so dass ihr in die Garage rein teleportiert werdet, ohne dass ihr irgendwas drückt oder macht. Seht ihr? Bin gleich im blauen Kreis und komme in die Garage rein. Also wie gesagt, ihr habt zwar auch zwei Garagen. Das hier ist meine Garage mit meinen Lieblingsfahrzeugen. Und sobald wieder alles gespawnt ist, seht ihr, steige ich in das Auto ein und fahre in die zweite Garage. Beide Garagen dürfen kein Apartment haben. Deshalb habe ich die oben im Osten von Los Santos mir angemietet. Ne? Dann stelle ich das Fahrzeug hier hin. An die zweite Garage. In dieser habe ich Straßenfahrzeuge drin, beziehungsweise eins, und ihr kennt das ja bei mir, ich nehme immer die Karin Rebels zum Austausch. Ne? Dann klaut ihr ein Straßenfahrzeug, wieder einmal, ich nehme meistens Buffalo, wenn ich ihn kriege, weil der will wenigstens Simon nicht haben. Dann braucht ihr ein Rennen, das ich aber unten in die Videobeschreibung reingelegt habe. Und dieses fahrt ihr rein und vorne wieder raus, dass die Meldung kommt, Garage ist voll. Ich gebe dann noch einmal Gas, ne, mit LT, und dann kommt ihr automatisch in das Rennen rein. Das Rennen beendet ihr wieder mit B, bestätigt mit A. Jetzt ist das Auto verschwunden und ihr seid wieder da. Steigt jetzt in euer Fahrzeug ein. Das geht beim ersten Glitch immer ohne Probleme. Also beim ersten Glitch, beim ersten Mal, wenn ihr das macht. Und fahrt mit dem jetzt in die Garage. Drückt nichts. Ihr müsst reingezogen werden, ohne dass ihr irgendwas drückt. Dann hat der Glitch funktioniert. Wenn ihr das bestätigen müsst, Garage ist voll, dann hat der Glitch nicht funktioniert. Okay. Dort sucht ihr jetzt ein Fahrzeug aus. Ich nehme einen Karin Rebell, tauscht den aus und euer Fahrzeug ist drin. So, jetzt geht ihr raus. Wenn ihr rauskommt, werdet ihr erstmal enttäuscht sein, weil euer Fahrzeug ist weg. Nein, es ist nicht weg. Irgendwo steht, seht ihr? Ich bin drauf gelaufen. Es ist unsichtbar. Ich lasse alles ein bisschen schneller laufen, weil der Glitch ewig lang dauert und ich will euch nicht langweilen. Ne? Jetzt mache ich einen Fehler und versuche mit dem anderen geklauten Straßenfahrzeug dieses wegzurammen auf die Straße. Das hat natürlich nicht geklappt. Ich habe dann meinen Insurgent geholt, habe den dann auf die Straße gebracht oder rausgeschoben. War ein Riesenfehler. Ihr seht, eine Katastrophe. Moritz hat dann in der Zwischenzeit auch noch den Cargo Bob, den ihr auch für den Glitch braucht, zerstört. Und ihr seht, was hier los ist. Ich habe also jetzt einen neuen Cargo Bob besorgt. Moritz hatte sich draufgestellt, dass er nicht verschwindet.
Und ihr seht, sobald ich den mit dem Cargo-Bob anhebe, ist der Wagen nicht mehr unsichtbar und ihr könnt den Klick weitermachen. So, jetzt habt ihr den Wagen erst eigentlich verdoppelt, weil er ja wieder sichtbar ist. Ich fliege jetzt in den Hof, damit wir nicht noch einmal jemanden stören und ja, so eine Katastrophe auslösen und lande den Hubschrauber ohne ihn zu zerstören. Ja, gut, hat geklappt. Er lebt noch, unser Cargo-Bob. So, jetzt will ich einsteigen. Geht nicht. Oh Mann. Also fährt Moritz mit seinem Centurno den an die Wand, macht ihn zu. Ich teleportiere mich rein mit Y, ne? Kennt ihr ja. Wenn beide Türen zu sind, in dem Fall alle vier Türen, weil es ein Viertürer, fahre wieder hoch in meine erste Garage und beginne den Glitch von vorne. Zieh immer das Handy, wie gesagt, damit ich nicht da immer die Meldung kriege, Garage ist voll. Stell mich wieder an den Kreis, mach das Handy zu, steig aus, komm in die Garage rein. Schöne Garage, gell? Alle schöne Lieblingsautos von mir, guck mal. In der Garage gehen wir wieder einfach raus. Das ist der Anfang von dem ganzen Glitch, ne? So, jetzt will ich rein und komme wieder nicht rein. Also klauen wir uns wiederum ein Auto von der Straße. Am besten wieder ein Buffalo, ne? Weil, wie ihr gesagt, Simeon oder Simon oder wie der Kerl heißt, der braucht den ja nicht. Und versperrt die Türen von dem Wagen. Ja, Garage ist voll, ja, bla bla, abbrechen. So, dass ihr wieder rein teleportieren könnt. Bop, drin. Also ich sage immer, gern reinklitschen. Dann fahrt ihr wieder rüber zu eurer zweiten Garage und das Spiel geht weiter. Ihr habt den Wagen abgestellt in der zweiten Garage, klaut wieder ein Straßenfahrzeug. Dann müsst ihr aufpassen, dass der Typ, dem das gehört, nicht in euch herrennt und wie bei mir mich rauszieht. War stinkesauer. Also breche ich das ab, gehe raus, der Typ ist immer noch da. Also hau ich den erstmal um. So, Idiot. Nimm dein Fahrzeug und fahr in den Kreis ein und vorne in die Garage. Dann drücke ich wieder Gas, nicht A, Gas, und dann war ich unsichtbar. Gehe wieder aus Däumchen hoch raus, so heißt das Rennen, beziehungsweise so habe ich das genannt. Und ja, jetzt kennt ihr das Spiel ja, jetzt müssen wir den unsichtbaren Wagen wiederfinden. Beziehungsweise, halt, eben habe ich einen Fehler gemacht, nicht unsichtbaren Wagen. Jetzt muss ich natürlich wieder irgendwie in meinen Benefactor rein. Hallo, zerstör das Auto doch nicht. Rechts und links Türen zu, mit zwei Fahrzeugen geht es immer besser. Es ist schön, wenn ihr einen Kumpel da habt und rinde mit. Besser ist natürlich noch zwei oder drei Kumpels, ne, von wegen Cargo-Bob und wegrumpeln. Und tauscht jetzt euer Fahrzeug wieder aus. So, das war's. Jetzt geht ihr wieder raus und müsst euren Wagen, guck mal, ich habe eben schon drin gestanden, da ist er. Der unsichtbare Wagen, den müsst ihr jetzt natürlich wieder sichtbar machen. Also wieder wegrumpeln, diesmal aber in den Hof rein. Und da dann mit dem Cargo-Bob hochheben. Dabei ist natürlich ein kleines Missgeschick passiert. Guckt euch das an. Und der Cargo-Bob ist zerstört. Und ihr tot. Nichts Schlimmes. Ihr besorgt euch wieder einen neuen Cargo-Bob. Seht ihr? Und dann ist der Wagen wieder da. Der Glitch ist furchtbar. Ich hasse den Glitch. Noch einmal zu dem Rennen. Ihr könnt ein kleines Rennen erstellen an der Garage. Oder wie gesagt, ihr geht in die Videobeschreibung und tut euch mein Rennen vor dieselbe Garage holen, indem ihr das downloadet. Dann habt ihr das auch vor der Garage und könnt es dort gleich durchführen, wenn ihr wollt. So, weil da braucht nicht jeder extra ein Rennen erstellen, ne? Weil das kostet ja auch nochmal Nerven und Zeit. Gut, ich habe dann abgebrochen, weil ich die Nerven nicht mehr hatte. Das ganze Spiel hat über 1,5 Stunden gedauert. Und Moritz wollte auch so langsam zu Bett, ne? Mit Recht. Na, haben wir gesagt, wir brechen ab, zeigen euch aber noch, was so ein geglitschter Benefactor schafft, der in meinem Fall wert ist. Ich habe den voll aufgetunt mit Crewfarbe und allem, wobei die Farbe ja mit dem Preis nichts zu tun hat. Krieg aber für ein geglitschter auch 180.000. Das ist toll. Nachteil, die 45 Minuten kann man nicht umgehen, die muss man jedes Mal warten bei dem Glitch, um den Wagen wieder verkaufen zu können. Na gut, wir machen ein paar Däumchen hoch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wer wirklich die Nerven hat, viel Erfolg mit dem Glitch. Ich warte auf einen neuen, schöneren. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Ciao.